Werte Lords, werte Ladies, Inside PlayStation präsentiert Ihnen auch diese Woche wieder die neuesten Gaming-News, schicke Store-Rabatte und vor allem die PS Plus-Spiele für den Monat März, wie versprochen. Also lasst uns keine Zeit verlieren und direkt durchstarten. Das ziemlich erfolgreiche und auch sackschwere Roguelike, Souls-like-Vania Dead Cells war letztes Jahr ein ziemlicher Augenöffner, der für Begeisterung unter Gamern gesorgt hat. Das haben natürlich auch die Entwickler von Twinmotion vernommen und heimlich an einem kostenlosen DLC gearbeitet, der im Laufe des Jahres erscheinen soll. Rise of the Giant heißt das gute Stück, das Fans nicht nur neue Biome, Waffen, Gegnertypen und Bosse verspricht, sondern auch insgesamt dem Endgame mehr Bedeutung verleihen will, um es blumig auszudrücken. Wir können es kaum erwarten. Der düstere Shooter Left Alive hat ja bereits den Goldstatus erreicht, so weit so gut. Nun hat Publisher Square Enix ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht. Der 14-minütige Clip zeigt alle drei Hauptcharaktere in Aktion, ob nun schleichend oder im Feuergefecht. Mit oder ohne riesige Mechs. Ob euch der Spaß taugt oder nicht, könnt ihr ab dem 5. März austesten, denn da erscheint das Spiel für die PS4. Wer von euch coolen Kids spielt denn gerne Overwatch? Ihr dürft euch jetzt freuen, denn Blizzard hat just den 30. Helden für den Online-Arena-Shooter angekündigt. Baptiste heißt er. Er fungiert als Heiler, der ordentlich austeilt, als weise aufgewachsen ist und sich mit den falschen Leuten eingelassen hat. Klassiker. Wann der Gute ins Spielgeschehen einsteigt, ist allerdings nicht bekannt. Zum Schluss ein wenig Trivia. Bildung schadet ja nicht. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Spider-Man Into the Spider-Verse am Wochenende den Oscar für den besten Animationsfilm abgesahnt. Völlig zu Recht übrigens. Auf Twitter hatte Comicschreiber Dan Slott aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei mal eben nebenbei gedroppt, dass der Activision-Titel Spider-Man Shattered Dimensions von 2010 eine Inspirationsquelle für die Comicreihe war. Er durfte sich das Spiel sogar vor Ort in der Entwicklungsphase ansehen und was soll ich sagen? Der Rest ist Geschichte. Und ganz ehrlich, der Film ist absolut Bombe, schaut ihn euch an. Aber bitte erst, nachdem ich euch die PS Plus Spiele für den Monat März verraten habe, ja? Am Start ist für euch Call of Duty Modern Warfare in der Remastered-Version mit der wohl beliebtesten Shooter-Kampagne of all Shooter-Kampagnen. Ich muss eigentlich gar nicht viel sagen. Dieses Remaster ist wirklich gelungen und lässt euch fröhlich in Erinnerungen schwelgen. Das perfekte Kontrastprogramm bietet The Witness für euch. Ein ziemlich ausgefuchstes Knobelspiel, das mich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat und mich trotzdem immer wieder motiviert hat, nicht aufzugeben. Die hübsche Aufmachung täuscht, es warten einige Kopfnüsse auf euch in Form von Linien und Symbolrätseln. Kinderkram, sagt ihr? Mal sehen, wer am Ende zuletzt lacht, Freunde. Zum Download gibt es die Spiele wie immer am ersten Dienstag im Monat. Das wäre wohl diesmal der 5. März, so um die Mittagszeit. Neuerscheinungen habe ich auch im Gepäck, zum Beispiel das wunderbare Trials Rising von den verrückten Finnen von Redlynx. Ein Geschicklichkeitsspiel mit Motorrädern, absurden Todesanimationen, Mehrspielermodi und lustigen Minispielen. Also eigentlich alles, was Spaß macht. Wir bleiben beim Motorsport und dem 26. Februar, denn dann erschien auch Dirt Rally 2.0 in der Standardversion. Anders als Trials ist das aber keine Spaßveranstaltung. Es geht um knallharten Rallye-Sport auf beliebten Strecken, verteilt über den ganzen Globus. Sowohl alleine im stillen Kämmerlein, als auch online gegen andere Mitstreiter. Na dann, den Helm nicht vergessen, ne? Das Spiel zum Film Lego Movie 2 erwartet euch am 28. Februar und es geht um die Geschichte zum zweiten Teil der Lego Movie-Reihe. Ach was. Underdog Emmett muss seine Freunde aus den Fängen von Außerirdischen befreien und baut sich seinen Weg durch verschiedene Welten voller Abenteuer und Sammelkram. Sweet. Vielleicht zu sweet? Dann gibt's jetzt auf Schnäuzlein mit Dead or Alive 6, das am 1. März erscheint. Der neue Teil bringt neue Stages und Charaktere, Mechaniken spezifisch für Anfänger, eine neue Geschichte, Koop und Online-Modi. Und wem das alles noch nicht zusagt, für den hab ich noch ein Ass im Ärmel. Und zwar die Auferstehung von ToeJam und Earl in ToeJam und Earl Back in the Groove, das ebenfalls am 1. März erscheint. Schnappt euch ein paar Freunde, badet ordentlich in Nostalgie und helft den zwei Groovestern zurück nach Funkotron zu kommen. Und wenn ihr damit fertig seid, schnappt euch Pro Evolution Soccer 2019 im Deal der Woche.
In der Standardversion für 9,99 €, also satte 83% günstiger, und in der David Beckham Edition für 12,49 €. Bis zum 6. März laufen weiterhin die Ubisoft-Angebote mit bis zu 70% Rabatt, wie zum Beispiel bei Far Cry Primal, das erstens unterschätzt ist und euch zweitens nur 10,99 € kostet. Dabei sind auch Just Dance 2019 für 29,99 € und Watch Dogs 2 für schmale 9,99 €. Die Spiele unter 20 € Abteilung ist eigentlich auch immer einen Blick wert. Dort gibt es bis zum 6. März Titel wie The Evil Within 2 für 19,99 €, Overcooked 2 für 17,99 € oder Doom VFR, ein echtes Erlebnis, für 19,99 €. Die Angaben sind wie immer ohne Shotgun und das vollständige Angebot nachzulesen im PlayStation Store. Das war's von mir, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche, freue mich über ein Abo eurerseits und auf ein baldiges Wiedersehen. Lehetrahut!